Kollegin Matuszek, Sie haben konkret mich angesprochen und haben hier die Behauptung aufgestellt, ich hätte mich im Ausschuss am Montag für ein vollständiges Verbot von Spielhallen und Glücksspiel im Lande Berlin ausgesprochen. Ich stelle dazu richtig, das ist nicht zutreffend. Eine solche Aussage habe ich weder im Ausschuss gemacht noch heute in meiner Rede. Ich habe vielmehr versucht, zum Ausdruck zu bringen, dass wir die Bemühungen des Landes Berlin, getragen damals noch von der rot-roten Koalition aus dem Hause Wolf, das Spielhallengesetz hier vorzulegen. Kollege Evers, Sie haben völlig recht, den Stein ins Wasser geworfen hat die CDU 2007 mit einem Gesetzesentwurf, was Sie eingebracht haben aus der Opposition, damals aus der Feder von Professor Scholz. Da waren Sie noch viel radikaler, als denn das Spielhallengesetz, als das Spielhallengesetz von Rot-Rot war. Ich darf daran erinnern, Sie wollten pro 50.000 Einwohner eine Spielhalle in Berlin haben. Sie können mal ausrechnen, wie viel von den heutigen denn noch übrig bleiben würden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mich ja zu Frau Matuszek gemeldet. Ich habe im Ausschuss, und das habe ich auch heute hier gesagt, zum Ausdruck bringen wollen und habe das auch so gesagt, dass wir Grünen jede Spielhalle, die im Lande Berlin aufgrund der Gesetzgebung schließen wird, begrüßen. Das heißt aber beileibe nicht, dass ich jede Spielhalle ordnungsrechtlich regulativ schließen möchte. Ich kann ja Entwicklungen begrüßen, ohne dass ich daraus gleich ein Verbot konstituieren möchte. In einem haben Sie recht, Frau Matuszek, in einem haben Sie recht. Es gibt im Internet einen erheblichen Wildwuchs an Glücksspiel. Die Regulierung dieses Glücksspiels ist ausgesprochen kompliziert. Ich bin der Meinung, man wird das nur über die Bezahlungsvorgänge, indem man an die Kreditkartenunternehmen rangeht, in den Griff kriegen, auch das viele illegale Glücksspiel, was da stattfindet. Da fehlt ja nun dem Berliner Landesgesetzgeber jede Gesetzgebungskompetenz, hier tätig zu werden, um das zu regulieren. Und nur weil ich feststelle, im Internet gibt es ganz viel Wildwuchs, heißt das ja nicht, dass ich darauf verzichte, in dem Bereich, wo wir zuständig sind, und das ist das Spielhallenrecht im Lande Berlin, tätig zu werden. Ja? Das eine will ich nicht hinnehmen. Kann es aber nicht abstellen, was im Internet alles passiert. Das ist auch gefährlich, das ist auch für Spielsüchtige unerträglich und zum Teil noch unerträglicher für Spielsüchtige und noch gefährlicher. Wir verlieren noch viel schneller viel mehr Geld als das, was in den Spielhallen passiert. Das stimmt, aber das heißt doch nicht, dass ich diesen Wildwuchs, dass ich das alles so laufen lassen muss. Und von daher ist die Linie hier weiterhin richtig. Ich danke Ihnen. Zur Erwiderung hat dann noch einmal Frau Kollegin Matuszek das Wort. Herr Behrendt, da wir ja ein Wortprotokoll haben werden von der Sitzung im Wirtschaftsausschuss, können wir das dann alles schön nachlesen. Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ein wichtiges Thema, nämlich Spielsucht im Internet. Davon ist in diesem im Zusammenhang mit dem Spielhallengesetz und dem Mindestabstandsumsetzungsgesetz bisher nicht die Rede gewesen. Das empfinde ich als großes Manko. Und da erwarte ich auch auf entsprechende Anträge und auf entsprechende Initiativen. Da haben Sie uns an Ihrer Seite. Und wenn wir denn noch mal über Spielsucht reden. Ja, Spielsucht ist eine Krankheit und es ist eine schreckliche Krankheit. Aber nicht jeder, der spielt, ist auch spielsüchtig. Und nicht jeder, der Wein trinkt, ist alkoholsüchtig. Und da müssen Sie einfach mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Aber die Spielsucht zu bekämpfen und präventiv dagegen vorzugehen, das ist eine wichtige Aufgabe. Da hat die Koalition im letzten Jahr die Mittel für gekürzt. Da denke ich, da muss man drauflegen. Und dann kann man sich auch gerne mal anschauen, was dort bei der Stelle zur Suchtprävention diesbezüglich an Angeboten vorhanden ist. Da ist sehr viel gegen Alkoholsucht, sehr viel gegen Drogensucht vorhanden, weniger gegen Spielsucht. Das, denke ich, ist ein Thema, dem man sich von dem Aspekt der Gesundheitspolitik sehr viel stärker und umfänglicher widmen muss. Aber man kann das nicht alles in einen Topf schmeißen und sagen, wenn es denn in Berlin keine Spielhallen mehr gibt, dann hätten wir keine Spielsucht. Das ist Quatsch.